Ein geschützter Abschnitt an einem Strand der indonesischen Insel Java. Ideales Terrain für diese Suppenschildkröte, um gefahrlos ihre Eier zu legen. Die Suppenschildkröte klingt nach einer Delikatesse. Und leider sehen viele Menschen sie auch als solche an. Darum ist eine der größten Schildkrötenarten der Welt vom Aussterben bedroht durch Wilderei. Jede Nacht bewachen Suparno und befreundete Umweltschützer den Strand. Sie nehmen die Eier an sich, bevor ihnen jemand zuvorkommt. 2 Monate lang halten sie die Eier unter Verschluss, bis die Jungen schlüpfen. Anschließend werden sie ins Meer entlassen. Ja, sulitnya ya cuma di sini perlengkapannya kurang. Das Problem ist, dass unser Material nicht ausreicht. Uns fehlen viele Dinge. Wir brauchen mehr Ausrüstung und Funkgeräte. Ein wichtiger Umschlagplatz für Schmuggler und Wilderer ist die Nachbarinsel Bali. Die meisten Strände hier eignen sich nicht als Nistplatz. Es gibt zu viele Menschen, zu viel Licht, zu viel Lärm. Doch die Nachfrage nach Schildkrötenfleisch und Eiern ist groß, obwohl der Handel damit eigentlich verboten ist. Diese Straßenverkäuferin gibt zu, dass sie Schildkrötenfleisch anbietet. Die Leute verlangen nach Schildkrötenfleisch und Eiern, besonders auf Bali. Der Schmuggel nimmt jährlich zu. Dabei geht es um viele Millionen Rupien. Eine junge Schildkröte bringt bis zu 200 Dollar, viel Geld in Indonesien. Wayan Raga sagt, dass seine Station auf Bali zum Schutz der Suppenschildkröten dient. Gleichzeitig gibt er zu, die Tiere weder zu züchten noch freizulassen. Zurzeit hat er rund 600 Schildkröten. 300 von ihnen stammen von dem geschützten Strand auf Java, dank einer Erlaubnis der örtlichen Naturschutzbehörde. Es ist mein Hobby, egal was es kostet, kein Problem, alles hier ist legal. Das sieht die Naturschutzorganisation WWF allerdings anders. Aus welchem Grund holt man sie aus ihrem natürlichen Lebensraum? Wenn es aus einem pädagogischen Grund ist, warum dann gleich so viele? 300 Junge? Die indonesische Naturschutzbehörde will sich zu diesem Fall nicht äußern. Sie gibt aber zu, von Fehlverhalten regionaler Behördenvertreter zu wissen. Die Strafen sollen künftig verschärft werden. Diese kleinen Meeresschildkröten haben die Umweltschützer vor Wilderern bewahrt. Zumindest fürs Erste. Leider sind ihre Zukunftsaussichten alles andere als rosig. Von 1000 Schildkrötenbabys wird nur eines zum Eierlegen zurückkehren.